Hallo meine Lieben, heute zeichne ich mit euch Sternzeichen Fische. Meine kleine Schwester ist Fische und ich liebe diese Sternzeichen. Und wie immer fangen wir zuerst mit den Proportionen an, wie groß sollte unser Blatt sein. Ich habe mich für die quadratische Format entschieden und ihr könnt auch andere Formate auswählen. Ihr könnt das auch ganz groß machen, wie das ganze Blatt. Und wichtig ist am Anfang, dass wir so ein bisschen über die Proportionen denken. Man könnte, wie könnte man die Fische präsentieren? Sie können entweder in eine Richtung gucken, wie hier, oder in zwei verschiedenen. Ich würde jetzt sagen, ich wollte das jetzt so machen, dass das eine nach oben guckt, die andere nach unten. Bisschen Improvision. Und wie wäre das zum Beispiel von einer Ecke zur anderen Ecke? Ich mache hier nur so ein Oval. Das heißt, hier haben wir eine diagonale Komposition. Hier werden unsere Fische sein. Und so ein bisschen wie in Feng Shui gibt es so eine Yin-Yang-Symbol. Kennt ja jeder sicher. Ein Fisch da, ein Fisch da. Wie es sich dann mit der Tusche ergibt, werden wir sehen. Und der Symbol von Fisch ist da so ein bisschen so wie Zwillinge. Aber Zwillinge haben zwei Striche und Fische nur eins. Das ist praktisch ein Bogen links, ein Bogen rechts und eins in die Mitte. Das ist ein Symbol von Sternzeichen Fischen und wir fangen von oben nach unten. Ich würde in diesem Bild, das ist ungewöhnlich, aber ich würde hier oben drauf zuerst meine Unterschrift setzen und dann weiter zeichnen, damit es das einfach nicht verschmiert und ich nicht warten sollte, bis das Ganze trocknet. Eigentlich macht man Unterschrift am Ende. Ich mache jetzt anderes, im Kunst ist alles erlaubt. So, in oben rechts mache ich meine Unterschrift. Und meine Unterschrift ist wirklich entstanden dank dieser Serie. 2011 habe ich angefangen, erste Sternzeichen mit diesen Elementen, chinesischen Elementen zu zeigen. Und so ist das die Dara entstanden. Einmal habe ich sogar eine Nachricht gekriegt, du hast aber tollen Unterschrift, ja, mindestens das. Wie geht's weiter? Unterschrieben ist das schon, fertig, ja? Nee, wir nehmen unsere Farbe, schütteln. Beschreibung zu der Farbe findet ihr in Beschreibung vom Video. Und zuerst mache ich einfach paar Klickse sozusagen auf dem Bild mit Pipette. Dann hier kommen dann eventuell die Flossen bei dem Fisch. Dann mache ich da, hier eine Flosse, dann da. Hier werden die Flossen kommen, hier ein Klicks. Und in die Mitte, wo der Körper von Fischen, mache ich auch so ein Klicks. Na, mehr ist das nicht. Wenn ihr meine Bilder noch nicht gesehen habt, wird ihr denken, hey, was wird's jetzt? Jetzt schauen Sie mal, Zauberei. Wir nehmen einen Strohhalm und ich habe gesagt, da gehen die Flossen vom Fisch, ja? Oder da. Da fangen wir mit diesen Flossen an, von oben nach unten pusten. Und dann vielleicht mit, hoppala, so. Und hier würde ich das auch da pusten. Und in andere Richtung. Und hier kann ich sagen, diese Flosse finde ich ganz schön. Die andere ist irgendwie ein bisschen in eine falsche Richtung gefahren, aber nicht so schlimm. Mir ist noch ein bisschen zu wenig von diesen geflossenen Klecksen. Ich mache hier noch ein bisschen Farbe. Hier weniger, da ein bisschen mehr. Und puste einfach nicht mit Strohhalm, sondern so. In diese Richtung. In Richtung, hier kommen dann noch, das ist hier Kopf und da kommen die Schwänze. Und dann würde ich da unten pusten, damit da Muster entsteht. So, das gefällt mir jetzt. Und wir gucken, was ich daraus machen kann. Ich nehme jetzt meine dünne Pinsel und gucke, wie könnte mein Fisch aussehen? Quadratisch praktisch gut. Hier ist der Kopf. Ja, so. Zum Schwanz wird es ein bisschen schmaler. Und hier hat mein Fisch einen sehr schönen Schwanz und ganz schöne Form gekriegt. Und hier ist die Flosse. Und das ist ziemlich lange, das würde ich auch so machen. Und hier so ein bisschen Welle ziehen. So ist ein Fisch fertig. Was bei Fisch auch nicht fehlen kann, ich würde sagen, hier kommt der Köpfchen. So.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Auge machen. Ich weiß nicht, noch nicht, ob ich ein Auge brauche. Gucke ich weiter. Und der andere, die ist so ein bisschen größer, aber sie ist hier auch ganz schön. So ist der Körper. Dann Körper ist ein bisschen dicker, zu Schwanz ein bisschen schmaler. Und hier mache ich auch noch einen Schwanz nach Gefühl. Und hier eine zittrige Linie. So, man könnte das verbinden. Man könnte das aber auch offen lassen. Hier haben wir unsere Flosse. Hier würde ich dann ein paar Linien ziehen, damit man so einfach die Fischstruktur nochmal sieht. Und hier würde ich die Flosse auch offen lassen. Ich finde es schöner. Aber ihr könnt überlegen, mit oder ohne. Hier mache ich auch Köpfen von Fisch und hier unbedingt ein Auge. Hier guckt sie einfach zu. Die braucht ein Auge. Und die andere, ich überlege noch. Und dann, solange ich überlege, ob ich ein Auge brauche oder nicht, mache ich noch hier bei dem Schwanz auch ein paar Linien und die ziehe ich auch ein bisschen rein bei den Flossen, damit man auch sieht, okay, die Flossen sind da, hier ist schon eine Linie entstanden, da kann ich noch ein paar dazu ziehen. Fertig. Und Element von Fisch, wie geht es? Wir haben gesagt, zwei Bogen. Und wir fangen so ohne Druck an und in der Mitte machen wir das bisschen mit Druck und dann wieder ohne. Und auf andere Seite auch dünn anfangen, in die Mitte bisschen fester drücken und dann loslassen. Und dann hier von diesen Klecks nach außen mache ich einen Strich, so richtig von diesen Klecks anfangen und dann zur anderen Seite bisschen dicker machen. So. Ist mein Sternzeichenfisch fertig und vielleicht doch Auge oder zwei Augen, weil die fließt irgendwie so nach vorne. Und dann mache ich hier wirklich zwei Augen. Habe ich sowas auch noch nie gemacht, aber hier ist halt so entstanden. Hier sogar Mund oder noch zwei Fische. Naja, ist. Hier würde ich die Linie weiterführen, damit man sieht, dass es der Körper von Fisch ist, sonst ist das so ein bisschen verloren gegangen. Mit Farbe werde ich das noch betonen, wenn ihr mit euren Zeichen zufrieden ist, seid. Und hier mache ich noch die Flosse doch ein bisschen weiter. So, dann ist da so ein bisschen filigrane ein Teil dazu gekommen. Dann lassen wir das trocken und nach dem Trocken geht es mit der Aquarellfarbe weiter. So, jetzt haben wir gewartet, bis unsere Zeichnung fertig ist und alles getrocknet ist und wir haben Vorzeichnung mit der Bleistift gemacht. Wenn ihr noch irgendwo die Reste von der Bleistift seht, dann ist das besser, dass man die wegradiert, weil nach dem Aquarell wird das ein bisschen ungünstig sein. Deswegen, bevor wir anfangen, das Ganze aquarellieren, muss man die Zeichnung wegradieren und dann mit dem Papier wegwischen. Fisch gehört zu dem Wasserelement der Fischsternzeichen. Deswegen habe ich so drei Farben ausgesucht, die dann für mich als Wasser zu bezeichnen sind. Ich habe so ein bisschen Zitronengelb, wozu werdet ihr gleich sehen. Und wenn man das so zusammen mit Wasser vermischt, wird die Farbe heller und heller. Zitronengelb gehört zu einer kalten Farbe, obwohl das gelb ist. Dann habe ich ein Phthalo-Blau als Ton ausgesucht. Und da könnte man sehen auch, wie die Farbe sich entfaltet. Und einmal Phthalo-Blau, es ist Wasserzeichen, Wasser. Manche denken, es ist Wasserblau, die anderen sagen Türkis. Und bei den Fischen würde ich ein bisschen Gelb benutzen, damit meine Fischen auch leuchten. Wenn wir mehr Farbe nehmen, dann wird die Farbe richtig dunkler. Wenn wir mehr Wasser nehmen, dann wird die Farbe richtig heller. Ich würde bei Fischen auch ein bisschen mit Licht und Schatten arbeiten und da, wo meine Signatur ist, da würde ich sagen, von da kommt Licht.
Wenn ihr meine Video gesehen habt, ich wiederhole manche Sachen immer wieder, weil es kann sein, dass das jemand das zuerst jetzt sieht. Und es gibt so, wir sind im Bereich von Grafik, es gibt hier so grafische Elemente. Die dünnen Linien zeichnen wir bei der Lichtseite und die dickeren bei der Schattenseite. Man kann praktisch dieses Bild so als Grafik lassen, ohne Farbe. Und diejenigen, die dich mit Grafik auskennen, würden so sofort sehen, von oben rechts kommt das Licht. Aber wir betonen das Ganze nochmal mit der Farbe. Und ich würde das auch bei den Fischen ein bisschen nach Feng Shui gehen. Ein Fisch heller einmalen, eine bisschen dunkler. Das ist so wie ein Balance, hell und dunkel. Und ich fange wie immer bei Aquarell mit hellster Farbe. Und die Fisch, die zur Sonne kommt, die wird bei mir so leuchtendes Gelb haben mit Elementen von Blau. Und ihr werdet sehen, was passiert, wenn wir hier Schatten Blau mit Gelb zusammenmischen. Was für Farbe entsteht dazwischen? Ja, ich denke, er sieht das. Ein schönes, leuchtendes Grün. Deswegen habe ich diese zwei Farben für mein erstes Fisch ausgesucht. Natürlich, bei Flossen können wir auch ein paar Striche von diesem blauen Ton ziehen und da zu der Sonne auch ein wenig von Zitronengelb. Vermischen das ein bisschen mit Blau noch, damit es nicht zu gelb aussieht, sondern mehr in die Richtung Grün geht. Aber Gelb leuchtet von unten und so haben wir schöne Effekte von gelb-grünen Farbton. So, und die zweite Fisch, wie ich schon gesagt habe, mache ich ein bisschen dunkler. Dafür nehme ich meinen Lieblingsfarbton, das ist Phthalo-Blau. Und wie ihr seht, das ist echt eine sehr intensive Farbe. Das mache ich nur in zwei Stellen. Und dann nehme ich ein wenig von Phthalo-Blau dazu, damit die Farbe auch noch ein bisschen dunkler wird, weil dieser Fisch sollte in sich ein bisschen dunkler werden. Und dann nehme ich Wasser und verwische das Ganze mit dem Wasser ein wenig auf dem Kopf. Für mich, für meine Augen, das ist die Idee, sollte der zweite Fisch ein bisschen dunkler wirken als der erste. Und wenn ich dann so gucke, hier fehlt mir noch ein bisschen die Farbe, dann mache ich hier auch noch ein bisschen Blau dazu. Und natürlich die Flosse nicht vergessen, Phthalo-Blau mit Phthalo-Grün verwischen. Ein bisschen mit Weiß. Und so haben wir unsere Fischen auch fertig. Hell-Dunkel-Kontrast, Licht und Schatten, alles da. Hier würde ich auch noch ein wenig von Blau dazugeben, damit wir Schatten auf dem Schwanz auch nochmal betonen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, freue ich mich auf eure Bilder, auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal, eure Albina.